Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich habe mir jetzt mal die Bagger geschnappt, werde jetzt mal als Straßenkrieger durch die Gegend daggeln. Und dann wollen wir mal als allererstes eine Horde machen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das jetzt wie folgt. Ich müsste ja sowieso noch für diese Woche einmal nach Atlantic City, mindestens. Und werde mal gucken, ob wir da nicht die Terminal-Hack-Quest kriegen. Ich will da jetzt nicht dreimal reinrennen, aber ne, dementsprechend wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und von daher, jetzt hätten wir sogar noch Gefängnisausbruch. Ui. Oh, was machen die Angler denn da oben? Was macht ihr denn hier oben? Euch verprügeln lassen, ich sehe schon. So, da haben wir noch welche. Weg mit euch. Fotzige Angler. So, das legendäre Item nehmen wir gerne mit. Ach ja, stimmt, hier hatte ich ja noch das mit dem lebendige Ziele markieren drinne. Oh. So, jetzt hätten wir noch einen Gefängnisausbruch. Ja, komm. Machen wir nochmal ganz fix mit. Ist nochmal ein legendäres Modul. Mir sind ja die Module auch so ein bisschen ausgegangen. Ich bräuchte aber jetzt eigentlich Roboter. Ich wollte mir nur schnell die Horde schnappen. Oh. Aber mal gucken. Wir brauchen ja sowieso noch sehr viel legendären Kramsel. Ja, was für eine Frechheit. So, wenn schon das Hut so ein bisschen spinnt, ne, weil man die Gegner nicht sieht, dann machen wir halt uns eine Mod drauf, damit wir die Gegner sehen. Dann passt das auf jeden Fall. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Der Floater will nochmal. Na, ich glaube, ja, haben wir alle. Fast alle. So. Wie gesagt, wenn das hat nicht funktioniert, egal. Geschütztürme brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt nicht dein Ernst, dass jetzt hier der staatliche Abwurf reinkommt. Na egal, sind Roboter. Frag mich sowieso, wie die lebendig sein können, wenn sie sowieso Roboter sind. Aber naja. So, jetzt kommen sie ja raus da unten. Ist zu weit weg für die Ansicht da hinten. Verstecken ist nicht. Seh dich. Hol ich ihn mir jetzt nochmal schnell? Das braucht ja immer eine Weile, bis die spawnen. Obwohl, wir könnten eigentlich von hier aus hoch. Weil das dauert ja ein bisschen, bis die kommen. Ja, schon mal zwischenlooten. Ich glaube, ich mache sogar einen Geschützturm wieder ganz. Bin mal so frei. Und ich mache sogar noch einen Geschützturm mit ganz. Meine Güte. So, knacken wir mal kurz das Schloss. Meine Geschütztürme. Lassen Sie nicht zu, dass Sie meine kostbaren Geschütztürme. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Starte Selbstzerstörungscountdown im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Na dann, drop mal. So, jetzt will ich mal gucken. Seid ihr jetzt schon schnell genug durchgelaufen? Einer auf jeden Fall. Hier zwischen. Ob
dich gar nicht gesehen. Schnute da unten. Lass mich doch nicht von jeder Nase anschießen. Na, ich muss nur aufpassen, dass er nicht von da hinten kommt, weil so viel Reichweite habe ich nicht. Diese Kriminellen haben es auf die Geschütztürme abgesehen. Beteiligen und reparieren Sie sie, falls möglich. Nö. Ich habe zwei aktiviert, das ist schon zu viel für das Event. Das kriegt doch niemals wieder rein. Und sie klauen mir die EP. Sie klauen mir einen Job. Das geht doch nicht. Ne, du mit deinem Raketenwerfer, jetzt komm rum da. Sonst rasier ich dich so weg. Hast du gesehen, wie es geht? Ich bin der Straßenkrieger. Wie gesagt, die ist schon wieder so doof, dass sie schon wieder geil ist. Ah, ich mag solche blödsinnigen Lackierungen manchmal. Sie schießen auf meine Geschütztürme. Ohne diese Geschütze kann ich sie nicht unterstützen. Dann soll er rumkommen. Und ihr habt mich jetzt nicht mitgekriegt. Ja, ja, ist klar. Der Geschützturm ist so euer OP, dass er selbst die 50er in Sekundenschnelle zerschießt. Dabei wollte ich nur die Atomraketen-Schlüsselkarte haben. Hätte ich mal nicht machen sollen. War keine gute Idee. So, jetzt müsste ja gleich nur noch der Atombombenschmeißer kommen. Alias Selbstmörder. Ne? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich kann dich riechen. Kümmern Sie sich um die kaputten Geschütztürme? Warte, er ist wieder da drin gespawnt und rennt dann da ganz gemütlich durch. Jetzt muss ich ihn erstmal erwischen. Da kommt der durch, ist er verloren. War das nicht? Doch. Hängt heute bloß ein bisschen nach. So, Maschinenpistole, Maschinenpatronen, ja, nehmen wir alles mit. Und weil ich ein bisschen gierig bin, nehme ich hier nochmal ein bisschen Blei mit. Ein bisschen Blei schadet nie. Zur Not in Munition umwandeln und dann passt das. Auch wenn es mal ein bisschen schwer ist, aber das geht. So, hier auch nochmal zwischenlooten. Einmal zerdeppern. Wieder keine Mod. Schade. Schade, schade, schade. Aber dafür ein bisschen Stahl. Stahl ist auch gut. Mit Stahl kann man arbeiten. So, wunderbar. Haben wir. Dann, wir brauchen noch Roboter. Die muss ich aber zuerst machen, bevor wir in die Daily Ops gehen. Hole ich jetzt mal meine Roboter her. Nee, die sind zu klein. Machen wir nochmal Robco? Komm, wir machen nochmal Robco. Die haben wenigstens eine Chance, sich zu wehren. Aber nur eine Chance. So, dann wollen wir mal. Dup-di-dup-di-dup. Da ist der erste schon mal in Rauch aufgegangen. Da haben wir nochmal drei dazu genommen.
Ja, jetzt explodiert mal alles einzeln hier, ne? So, dann brauchen wir nur noch zwei. Und die haben wir hier. Nummer 1 und Nummer 2. Und lebendige Zielerfassungshub ist schon wieder kaputt. Soll eigentlich nur lebendige Ziele markieren, aber hey. Es visiert halt auch diesmal Roboter. Also funktioniert eigentlich mit Bärenmantets nicht. Naja. Ist mal ein Bug, der zu unserem Vorteil ist. Das ist ja noch nicht mal ein Nachteil. Also, Schnute halten, hat keiner mitgekriegt. Vielleicht wird es auch nicht gefixt. Obwohl, es ist nützlich, dementsprechend wird es leider gefixt. So, dann gehen wir einmal in Atlantic City, Casino-Viertel, neue Expedition starten. Denn wir brauchen, na gut, ein paar Briefmarken kann ich immer gebrauchen, weil das sind Wackelpuppen. Wackelpuppen sind auch nicht schlecht. Aber vielleicht haben wir Glück und kriegen bei der Steuerhinterziehung nochmal das mit den Terminalen. Dass wir Terminals hacken. Ich bin bei Quintino. Du weißt, wo du mich findest. Und dann dürft's passen. Fast 95. Noch 5. Dann haben wir 100 erreicht. Gut, es geht ja jetzt mittlerweile sogar bis 150. Also, ja. Ja, ihr dürft schon ausbrennen. Ich wollte ganz fix und so. Nur so ein bisschen EP haben. So, hier hätten wir zwar auch zwei Roboter, aber... Ah, die Rat habe ich nicht erwischt. Schade. Zu langsam oder zu schnell? Hm, kann man sehen, wie man will. So, dann wollen wir mal dem lieben Billy helfen. Der Billy, der tut mir so leid, ey. Ich bin er. Ich? Immer wird er gehänselt. Aber, oh, das. Es, du musst, wenn du. Gut. Was sollte man hier sonst machen? So? Wieder da, was? Ja, wieder da, was? Hier. Ja, somit hätten wir wenigstens schon mal einen gehackten Terminal. Mann, bin schon wieder Feuer und Flamme hier. Bin echt mal überlegen, mir extra für den Kremierer eine Feuerresistenzrüstung zuzulegen. Aber eigentlich ist Quatsch, weil wenn man sich gut genug hochgesetzt hat mit genug Life, dann ist das wurscht. So, ich sehe mal wieder nicht, wo es hingehen muss. Dementsprechend müssen wir jetzt suchen. Irgendwo wird es sein. Der ist es nicht. Ja, ein mit einem Flammenwerfer. Der ist es auch nicht. Ah, sehr schön. So. So, jetzt muss ich hier wieder gucken. Einer fehlt noch. Machen wir erstmal eine kleine Rundreise. Wie gesagt, es ist zwar doof, dass mein Hut nicht funktioniert, aber... Kann ich nichts für. Hier ist der das ist. Aber ich find's trotzdem. Wer braucht schon hart? Gutes Zeichen. Geh zum Neapolitan. Ich hab noch mehr Arbeit für dich. Wir haben ein Problem. Kann sein, dass ich an einigen Terminals. Jawohl! Kann auch sein. Jawohl. Gelöscht habe. Das Problem ist nur, dass die Munis und Entertainer jetzt schon im Casino sind. Also, die Dokumente. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Terminals, die wir hacken müssen. Gelöscht werden, würde das ziemlich schlecht für die Familie aussehen. Und für mich? Lass sie also schnellstmöglich verschwinden. Ich weiß mein Passwort nicht mehr.
Also musst du selbst reinkommen. Aber keine Sorge, ich habe höchstes Vertrauen in dich. Höchstes Vertrauen, ja, ja. So, haben wir schon mal den ersten. Machen wir erstmal Betrug. Der ist gleich hier vorne. Dann haben wir schon mal die Gewinne. So, und jetzt wird es ein bisschen haarig, die zu finden. Mit Powerrüstung ein bisschen schwieriger. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal die kaputten Spielautomaten. Hier ist jemand? Nein, hier ist keiner. Das ist jetzt das Ende. Wovon? Weiß ich nicht. So. Dieses Gefühl. Es gibt keine Gefühle. Das ist ein Gerücht. Aus den hatte ich ja schon. Nehmen wir den hier hinten noch. Und dann haben wir das schon mal fertig. So, jetzt gucken wir erstmal, ob der hier in der Ecke steht. Nein, der steht da nicht. Dann gehen wir hier erstmal in den Keller und gucken nach, wo hier die stehen könnten. Da steht schon mal keiner. So, nein, da geht's zu den kleinen Stinkies hin. Kann ich hier sogar auch noch einen möglicher Spawn? Nee, das ist Billys Computer, das ist der verkehrte. Billys Computer ist der verkehrte. Gut, da hatten wir jetzt nichts. Ich will den Keller trotzdem nochmal abschließen. Wir haben ja noch die Mitte nicht gemacht. Ah, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Fail. Nee, das war doch hier und dann... Hier war das. Muss er runter. So, der ist kaputt. Der zählt nicht. Der ist kaputt. Der zählt nicht. Okay. Tod und Steuern, ja, ja. Das heißt, hier hinten müsste... Ah, guck mal, jetzt haben wir doch endlich mal einen. So, blind gefunden, ohne Questzeiger. Das ist schon eine Herausforderung. So, den noch und Daten löschen. Haben wir den ersten. Du hörst meinen Atem? Das glaube ich nicht. So, hier ist... So ein Überwucherter, den können wir mal abfackeln. Da steht auch kein Terminal. War nicht sogar hier hinten ein möglicher Spawn? Ja, aber hier ist keiner. Ei, 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 ei. Also wie gesagt, ohne Questmarker. Schwierig. Da waren wir ja schon lang. Dann könnten wir hier vorne nochmal im Vorraum gleich hier einen haben. Komm raus! Was gehört? Ich weiß nicht, ich versuch das nicht nochmal. So, hier haben wir nämlich nochmal einen. Oh, zwei gefunden. Wow. Wow. Ich bleib hier. Okay, ich muss mal gucken. Wir brauchen mal wieder ein Hintertürchen. Nein. Ah, neue Versucher. Da haben wir ihn. Daten löschen. Und schon habe ich meine Challenge fertig. Sehr schön. So, das ist Napoleons Sicherheitsterminal. Das zählt nicht. So, das war ja hier wegen der Quest. Hier drinne kann auch einer sein. Oder könnte einer sein. Nur ein toter Gangster ist ein guter Gangster, ja. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich voll und ganz. So.
Nope, auch nicht. Das war der falsche Raum sowieso. Hier haben wir noch einen. Daten löschen. Wenn du den Großen nicht fressen kannst, dann kriegst du ihn auch nicht kaputt. Jetzt fehlt nur noch ein Terminal. Hier ist es. Alle dunkel gefunden. Wahnsinn. Bin stolz auf mich. Auf eine Seite zeigt das echt, was ich für ein Suchti bin, ne? Was? Ach, da oben war Self. Self war da oben noch. Jetzt Terminal gesperrt. Ja, das war schlecht. Ich hab Self nicht gesehen. Da war ich jetzt so voller auf Euphorie hier. So, Move, Duel, Ball und Ball war's. Mayday, Mayday, lass alles fertig. Und komm sofort zu Casino. Ich brauche... Du schon wieder? Willst du spielen oder dir in den Hintern treten lassen? Egal, es läuft wie beim letzten Mal. Beeil dich aber lieber. Billy wird schließlich nicht jünger. Und bald wird er auch nicht mehr älter. Ah, doch. So, dann wollen wir hier mal noch mal kurz freuen. So, erstmal kriegst du was, damit ihr mich mal angreift. Warum mischt sich Cell eigentlich heute nicht mit ein? Haben sie den gefixt? Den haben sie gefixt. Cell? Ah, ich wollte gerade sagen, dich schon gefixt. Wäre ja zu schade gewesen. Versuch das nochmal. Na los, Nutzung. Endlich. Brenn aus. Langweilig. Du hast mich mit der Stange. Abgemacht ist abgemacht. Der Frischling darf gehen. Dann geht wohl wieder. Manchmal. Ich habe das Gefühl, dass wir so früh wie ich. So, einmal mit Zahl reden. Hey. So, alles abgeschlossen. Und somit können wir jetzt sehen, was wir gleich Schönes noch kriegen. Na, war jetzt eigentlich ganz angenehm. Hat somit eigentlich ganz gut gepasst, das mal fix abzuschließen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir morgen kommen. Morgen haben wir dann auch nochmal zwar eine neue Aufnahmesession, aber immer noch im guten Doppel-Event. Aber es passt. So, auf nach Hause. Dann zeig mal, wann hast du uns Schönes jetzt in die Hand gedrückt? Bautechniker-Rüstung, Biocom, Pirscher Tesla, Ghoul-Töter Sapun-Kanone. Nur zwei 3-Sterne-Items. Na gut, immerhin 3. Und das legendäre Modul ist ja halt eigentlich das Wichtigste. Ich habe ja jetzt letztens erst alle ausgegeben. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir auch mal wieder welche reinfahren. Aber gut, für mich ist es sogar noch vorm Stream, wenn die Folge released wird. Denn es ist nach dem Stream. Also dementsprechend, ja, werden wir mal gucken. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.